Der Wolf ist momentan sicherlich das umstrittenste Wildtier Deutschlands. Die einen wollen ihn am liebsten wieder loswerden, die anderen wollen ihn gern unter Totalschutz stellen. Herr Hackländer, wer hat denn nun recht? Nun, recht hat keiner von den beiden Extremen, weil das ist eine Diskussion, die uns so nicht weiterführt. Wir haben ja nicht ein Schwarz-Weiß-Denken, was uns weiterbringt, sondern wir müssen irgendwo versuchen, Konsens zu finden, einen Mittelweg zu fahren, weil der Wolf ist da und wir müssen lernen, mit ihm zu leben. Wie könnte denn so ein Konsens aussehen? Also ein Konsens muss erstmal transparent die Daten auf den Tisch legen. Ich glaube, es muss mit Argumenten überzeugt werden können, dass wir wegkommen von diesen Emotionen und Ideologien, die wir haben in unserer Diskussion zum Wolf. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine faktenbasierte Diskussion. Und wenn wir mal wissen, wie viele Wölfe haben wir in Deutschland tatsächlich, wie viele Wölfe wollen wir uns leisten, wie viel kann in der Kulturlandschaft ohne große Konflikte tatsächlich mit uns koexistieren, wenn wir das mal wissen, dann können wir auch in eine ehrliche und offene Diskussion gehen mit allen, die betroffen sind. Was könnte denn nach Ihrer Ansicht, Sie haben ja über den Wolf geforscht, rauskommen als eine gangbare Methode, dass auch die ländliche Bevölkerung mit diesem Wildtier in Nachbarschaft leben kann? Gut, wir müssen immer die Rahmenbedingungen betrachten. Momentan ist der Wolf streng geschützt nach der EU-FFH-Richtlinie und damit auch nach deutschem Recht. Und dieser strenge Schutz, den gilt es erstmal zu respektieren. Und vor dem Hintergrund des strengen Schutzes kann man nur in Ausnahmen sogenannte Problemwölfe aus der Population entnehmen, also töten. Aber für viele andere Situationen kann man nicht irgendwelche anderen Alternativen wählen, als zu sagen, wir müssen jetzt erstmal in den Herdenschutz investieren. Wir haben in den letzten 150 Jahren einfach in einer Komfortzone gelebt und konnten Herdenschutz betreiben, ohne dass wir auf diese Tiere groß aufpassen mussten. Die wurden eingezäunt und fertig. Dies Bewachen einer Herde mit Schäfern, mit Hunden oder auch mit dem Ziegenpeter, solche Dinge, die früher ganz normal waren, die gibt es heute nicht mehr. Und jetzt betritt der Wolf die Bühne und jetzt müssen wir wieder umdenken. Wir müssen wieder einen Schritt zurück und wieder einen Herdenschutz betreiben, wie wir ihn in früheren Zeiten durchgeführt haben. Und wir auch in allen Ländern, die den Wolf nie verloren haben, heute immer noch auch praktiziert wird. Und das bedeutet natürlich einen Systemwechsel. Das braucht Zeit und es braucht auch Unterstützung an Expertise und natürlich auch an Geld. Wird es denn nicht genügen, wenn man konsequenten Herdenschutz macht? Muss man wirklich schon dran denken, dass man regulierend eingreift in dem Sinne, dass man einen Wolf, der sehr viel Schaden anrichtet, auch mal abschießt? Also ich meine, wir haben beim Wolf verschiedene Begriffe, die in der Diskussion verwendet werden. Das eine ist dieser Problemwolf, von dem wir schon gesprochen haben. Für wen ist es ein Problem? Meistens für irgendeinen, der tatsächlich betroffen ist. Und die Frage ist, kann er dagegen etwas tun? Und wenn er was dagegen tut und es hilft nichts, also es gibt den Herdenschutz und es gibt trotzdem noch die Übergriffe, dann muss man wirklich überlegen, gibt es ernste wirtschaftliche Schäden für den Betroffenen? Und wenn es die gibt, dann kann man auch die Ausnahmebestimmungen von der Richtlinie mit Leben füllen und kann sagen, okay, schauen wir uns das vor Ort an. Gibt es keine alternative Methode, dann ist das Töten auch tatsächlich eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen. Das andere ist, ist das eigentlich, was der Wolf macht, ein unnatürliches Verhalten? Nein, ist es nicht. Sie müssen sich vorstellen, der Wolf kommt in die Landschaft, findet dort verschiedene Beutetiere. Ein paar sind etwas wehrhaft, ein paar weniger. Natürlich nimmt er den leichteren, einfacheren Weg und geht an die Nutztiere. Und wenn die nicht geschützt sind, dann ist es für ihn ein gedeckter Tisch. Und das ist kein unnatürliches Verhalten, sondern ein unerwünschtes Verhalten. Das heißt, wir müssen dem Wolf zeigen, dass das nicht funktioniert. Und das kann man zum Beispiel durch Elektrozäune machen. Diese Elektrozäune bewirken eine Reaktion, dass der Wolf merkt, okay, das tut weh, wenn ich mich den Schafen nähere. Und dann muss ich im Prinzip auch davon ausgehen, dass natürlich einige Wölfe vielleicht dann als nächstes sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt 2 und springe vielleicht mal drüber. Dann tut es auch nicht weh. Also diese Herdenschutzmaßnahmen, die wir setzen, sind ein mögliches Mittel, aber keine hundertprozentige Garantie, dass es nicht zu Übergriffen kommt. Und wenn ich jetzt alle Wölfe erzogen hätte in Deutschland, keiner würde irgendwas machen, was uns nicht gefällt. Dann habe ich aber trotzdem noch Reproduktion. Ich habe immer noch Jungwölfe, die dort entstehen, aufgrund der Nahrung, die natürlicherweise da ist. Also zum Beispiel die Rehe als Nahrung für die Wölfe.
Und die Frage ist, was machen die? Diese Jungtiere müssen irgendwann abwandern aus ihrem Territorium, dringen in Gebiete vor, die vielleicht nicht so optimal sind für den Wolf oder nicht so optimal für uns, weil es dort zu Konflikten kommen kann. Der Wolf ist in unserer Kulturlandschaft natürlich irgendwo eingeschränkt in seiner Ausbreitungsmöglichkeit. Und hier muss es, wie wahrscheinlich auch für alle anderen Wildtierarten auch in unserer Kulturlandschaft, irgendwann ein Management geben, das die regelmäßige Entnahme von den Wölfen inkludiert, die die Lebensraumtragfähigkeit übersteigen. Ja, also das machen wir bei allen Wildtieren ja momentan auch so. Da sind wir jetzt noch ein Stück weit entfernt beim Wolf. Aber ich denke, wir müssen einfach ganz realistisch die Zukunft vor Augen haben. Das wird irgendwann so kommen und darauf sollte man sich auch jetzt schon vorbereiten, dass dafür dann die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend da sind. Manche sagen ja, der Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden. Halten Sie das für sinnvoll? Manche denken ja sofort dann, dass das Jagdrecht bedeutet, dass die Tiere dann geschossen werden können. Das ist nicht der Fall, denn im Jagdgesetz stehen relativ viele Tierarten drin, die gar keine Schusszeiten haben, die also ganzjährig geschont sind. Und diese Inklusion von Wolf ins Jagdrecht würde auch bedeuten, dass die Jagdausübungsberechtigten einerseits verpflichtet sind, sich um den Wolf zu kümmern, weil alle Tiere, die im Jagdrecht stehen, müssen auch gehegt werden. Und das Zweite ist, wenn es ein jagdliches Vergehen gibt, das heißt, ich erlege einen Wolf in der Schonzeit oder weil er geschont ist, dann gibt es natürlich nicht nur eine Verfolgung nach Strafrecht, sondern eben auch nach Jagdrecht. Und das tut vielen Jägern ja viel mehr weh, wenn zum Beispiel die Jagdkarte, der Jagdschein entzogen wird. Insofern ist das eine Sache, die ich begrüßen würde, weil es den Schutz des Wolfes tatsächlich erstmal erhöht und zweitens, weil es dazu führt, dass die Bemühungen der Jägerschaft zum Erhalt einer großen Biodiversität in unserer Landschaft tatsächlich auch noch gestärkt werden würden. Gibt es denn da Beispiele, wo das Jagdrecht Tiere schützt? Also wir haben in Deutschland einige Tierarten, die im Jagdrecht stehen, aber nicht erlegt werden dürfen. Wenn wir an die Küste gehen, da gibt es zum Beispiel den Seehund, der steht im Jagdrecht. Die Jäger kümmern sich auch um ihn. Also wenn es zum Beispiel verlassene Heuler gibt, also die Jungtiere, oder es gibt ein erkranktes Tier, oder es wird ein Tier tot gefunden, dann sind die Jäger verpflichtet, sich darum zu kümmern, die Kadaver zu entsorgen oder den Heuler in die Aufzuchtstation zu bringen und so weiter. Und das gibt es auch in anderen Regionen, wenn Sie weiter runtergehen, in die Waldlebensräume, zum Beispiel das Auerhuhn. Also der Auerhahn steht im Jagdrecht, aber ganzjährig geschont. Jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, ist der Wolf ein bedrohtes Tier oder nicht? Nun, der Wolf war bedroht und deswegen ist er ja auch so streng geschützt. Mittlerweile hat er sich sehr erholt. Also eigentlich ist es eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes oder des Artenschutzes, dass wir wieder Wölfe in Deutschland haben. Die Frage ist, ob er gefährdet ist. Das macht man daran fest, wie viel es von einer Art gibt in einem bestimmten Verbreitungsgebiet. Und die Weltnaturschutzorganisation IUCN, die auch die Kriterien festlegt für die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten, hat 2018 den Wolf in die Kategorie nicht gefährdet überführt, weil es mittlerweile offensichtlich genügend gibt. Ungefähr 17.000 Wölfe in Europa mit einer jährlichen Wachstumsrate von ungefähr 33%. Insofern haben wir eine stetige Verdoppelung in 3 Jahren des Bestandes und wir haben auch eine Ausbreitung, was jetzt das Besiedlungsgebiet angeht. Das heißt, der Wolf vermehrt sich und breitet sich in Europa aus. Das heißt, er ist nicht mehr gefährdet. Trotzdem besteht noch der strenge Schutz. Und in diesem Dilemma bewegen wir uns in der Kulturlandschaft. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Widerspruch, dass wir eine Art streng geschützt haben. Auf der anderen Seite macht sie uns aber Ärger und wir können nicht eingreifen. Und da muss man sicherlich auch die Betroffenen, die direkt Betroffenen einfach verstehen, die hier um ihre Herden bangen und sehr viel Geld investieren müssen, Ressourcen in die Hand nehmen, um den Herdenschutz tatsächlich umzusetzen. Diese Menschen brauchen jetzt aktuell tatsächlich die Unterstützung der Politik und der Gesellschaft. Sie sind Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung. Der Wolf ist ein Wildtier. Den Ärger, den er bereitet, den macht er ja für die Weidetierhalter, also die Nutztierhalter von Schafen und Kühen und so weiter. Ist das eigentlich Sache des Naturschutzes, denen zu helfen? Nun, in erster Linie ist es klar, die Wildtierstiftung freut sich, dass der Wolf in Deutschland wieder Fuß gefasst hat, weil es wieder ein Wildtier mehr ist
und damit auch die Biodiversität in Deutschland erhöht hat. Und zwar mit einer heimischen Tierart. Was aber natürlich jetzt hier im Nachgang passieren kann, ist Folgendes. Wenn der Wolf kommt und Menschen, die jetzt Beweidungsprojekte durchführen, die zu einer artenreichen Weide oder zu einer artenreichen Nutzungsfläche für Schafe und Rinder geführt haben, wenn die jetzt sagen, ich höre auf damit, weil der Wolf mir zu viel Kosten oder zu viel Ärger bereitet, dann ist diese Fläche, die naturschutzfachlich sehr wertvoll ist, eventuell in Gefahr, kann wieder verbuschen und seltene Orchideen, damit verbundene Schmetterlinge und so weiter werden dann dort verschwinden. Das heißt, die Deutsche Wildtierstiftung setzt sich für in unserer Kulturlandschaft extensive Nutzung ein, weil die zu der höchsten Biodiversität führen kann, für die höchste Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft. Und wenn der Wolf dieses Szenario bedroht, dann müssen wir natürlich auch unsere Stimme erheben und sagen, wir brauchen Maßnahmen, dass diese extensive Beweidung tatsächlich auch noch in Zukunft durchgeführt werden kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht die logische Konsequenz für uns, dass wir sagen, wir unterstützen die Nutztierhalter bei ihrem Bestreben, Unterstützung zu bekommen für ihre Herdenschutzmaßnahmen durch die Politik und die Gesellschaft, mit dem Zweck, dass diese extensive Beweidungsflächen tatsächlich bleiben. Gleichzeitig möchten wir aber, dass das nicht dazu führt, dass es keinen Platz gibt für den Wolf. Das heißt, wir versuchen, einen pragmatischen Ansatz zu finden, wo wir sagen, ja, es geht. In Deutschland können wir uns den Wolf leisten und eine extensive Beweidung. Beides zusammen führt zu einer Maximierung der Vielfalt von Arten in unserer Kulturlandschaft. Sie haben ja selbst über Wölfe geforscht, Sie haben Bücher geschrieben über Wölfe. Welche persönliche Beziehung haben Sie zu dieser Wildtierart? Natürlich ist es als Wissenschaftler faszinierend, dass der Wolf kommt und alles auf den Kopf stellt. Da haben wir als Wildtierbiologen natürlich sehr viel an Themen, die wir bearbeiten dürfen. Ganz persönlich ist es natürlich für mich etwas, wo ich einfach ein Symbol sehe für Wildnis oder Natur. Wenn man mal das Glück gehabt hatte, einen Wolf zu sehen oder ihn auch nur zu spüren, dass man sagt, ich bin in meinem Gebiet unterwegs und ich sehe die Fußspuren oder ich sehe ein gerissenes Reh und ich sehe Spuren von einem Wolf oder ich heule, ich höre das Heulen in der Nacht, dann habe ich natürlich schon irgendwie ein ganz besonderes Gefühl in mir, weil das ist nicht irgendein Wildtier, sondern das ist ein Wildtier, das sogar eben mir gefährlich werden kann. Das heißt, dann bin ich nicht mehr der erhabene Mensch, der über allem steht, sondern dann bin ich Teil einer Nahrungskette und bin im Prinzip wieder mir darüber bewusst, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt und vor allen Dingen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind. Vielen Dank. Gerne.